Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Blasphemous. Entschuldigung für die Störung gerade. Ja, es geht jetzt um die Wurst. Wir befinden uns nämlich am Wandelpfad seiner Heiligkeit. Haben bis auf die beiden Bekennerschreine, die uns noch fehlen, alles gemacht. Haben das Spiel zu 97% abgeschlossen. Wie schon gesagt, wenn wir alle Bekennerschreine mit Arena-Kämpfen abschließen, schalten wir wohl ein weiteres Ende frei. Allerdings sollte man das erst als zweites machen. So steht es zumindest in der Karte, die ich zur Rate gezogen habe, um hier alles zu finden. Damit man beide Enden in einem Spieldurchlauf schafft. Deswegen fange ich jetzt mit diesem Kampf an und hoffe, dass wir den Lappen auch besiegt bekommen. Seine Heiligkeit Escriba. Warum ich jetzt nochmal zurückrenne? Eigene Dummheit, denn ich will nochmal schauen, was für ein Mea Culpa Herz ich ausgerüstet habe. Und überhaupt muss ich mal schauen, was ich reinnehme. Das ist nichts. Das stärkt die Blockade und erhöht die Dauer. Ah, erhöht die Stärke, aber unsere Verteidigung wird gesenkt, weiß ich nicht. Dann kriegen wir mehr Schaden, wenn ich das richtig verstehe. Das könnte ganz gut sein. Erhöhen die Inbrunsterzeugung. Und schwächt auf blutbasierte Angriffe. Ich glaube, das ist ganz gut, so können wir schneller Inbrunst aufbauen. Verstärkt die Kraft und Ausdauer von Gebeten und erhöht aber auch deren Kosten. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Elementaren Widerstand. Was haben wir denn hier? Des namenlosen Sängers. Reduziert die Dauer des Anhaltens, erleichtert aber die Ausführung des gerechten Konters. Was ist Anhalten? Nein, ich lasse das Herz erstmal drin. Jetzt geht es nur noch darum, welche Rosenkranzperlen nehme ich rein? Das verkalkte Auge der Gelehrsamkeit brauchen wir nicht. Ich nehme jetzt erstmal alles raus und gucke, was irgendwie Sinn macht. So, Knoten aus Haar kann als Rosenkranzperle verwendet werden. Ein Teil ihrer unnachgiebigen Kraft wird dem Träger geschenkt. Wahrscheinlich machen wir damit mehr Schaden. Nehme ich einfach mal rein. Erhöht die durch Angriff erzeugte Inbrunst, nehme ich auch rein. Wir brauchen ja viel Energie für die Zauber. Gewicht der wahren Schuld brauchen wir hier jetzt nicht. Bestärkt seine Verteidigung beträchtlich, nehme ich auch rein. Pelikanplastik nehme ich auch mal rein, dass wenn wir trinken, wir nicht verletzbar sind. Gewährt erheblichen Schutz gegen elektrische Angriffe. Vergift. Erhöht die Inbrunst geringfügig. Erhöht die Lebenskraft beträchtlich. Das könnte noch was sein. Erhöht die Kraft von Gebeten. Das nehmen wir auf jeden Fall noch rein. Hohen Schutz gegen magische Angriffe. Ich glaube, das ist magisch, was er da hat. Das ist natürlich Link, aber vielleicht füllt sich ja doch mal eine Flasche. Erhöht die Verteidigung jedes Trägers. So, das werde ich jetzt so mal reinnehmen. Ja, das hier ist ja eigentlich egal. Das hier ist ja eigentlich egal, was wir hier drin haben. So, als Angriff. Mit gnadenloser Härte. Die habe ich jetzt nicht so sehr. Nahen Feinden wird schwerer Schaden zugefügt.
Ich glaube, Deppler des Lichts könnte ganz gut sein. Gerade in der zweiten Hälfte des Kampfes. Wir versuchen es einfach mal. Mal schauen, wie wir uns gegen Escribar jetzt schlagen. So, dadurch, dass ich jetzt hier die ganze Zeit rumgerannt bin und gesammelt habe und auch gestern nicht gespielt habe, sondern mit dem Zusammenschneiden des letzten Videos beschäftigt war, werde ich den ersten Kampf jetzt wahrscheinlich ordentlich versagen. In my dreams I heard In your meinen footsteps Träumen hörte ich coming eure closer. Schritte. In In my meinen Träumen dreams I versuchte tried ich, to mit talk euch to zu you sprechen und and mich introduce vorzustellen. myself, guardian of Wächter the des miracle Mirakels and und of the des Banners miracle des banner. Mirakels. With great Unter pain großen I Schmerzen carry trage ich the das emblem of Emblem the des father. Vaters. I am the Ich bin die hands of Hände bloody blutiger skin. Haut. I am the Ich eyes bin die from which Augen, our aus denen mother unsere Mutter gazes. blickt. But nothing Aber ich I kenne know nichts of von euch you als euer apart kaltes, from your namenloses cold, Antlitz. nameless visage, apart from your Außer calloused euren and wounded schwieligen, hands, verwundeten Händen. apart from the Außer dem mourning Klagen of eurer your Tode. deaths. No, Nein, ich I weiß know nichts nothing über of you, euch. Nur das only the Mirakel kennt miracle euch. knows. Now may your Möge sword nun euer fill the schuldbeladenes hilt Schwert with mit dem mine of meinigen aus gold Gold collide. zusammentreffen. Let them hurt Lasst sie and march leiden in und in procession. Prozession marschieren. I Ich curse verfluche euch you für immer forever im in Namen. name. I Ich bless verfluche you euch für forever immer im in Tod. death. Schmecke das! Ah, die werden ja mal schneller hier. Was soll der Schwachsinn? Wo bist du? Verstecke dich nicht. Ach ja, das Feuer. Wir sollten uns mal heilen. Was kommt da hier mit Wind? Wo kommen wir denn da hin? Ah, jetzt hat er wieder sein Schild. Ah, jetzt hat er schon wieder sein Schild und macht Wind. So. Also unser Schwert macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Ihr habt den Spiegel zerschlagen, in dem ihr mich schlafen saht. Nun seht ihr mich erwacht, Sohn des wahren Mirakels. Ja, ich weiß, du siehst kacke aus, wenn du wach bist. Mit deiner lächerlichen Maske. Er guckt so ein bisschen dümmlich. Machen wir mal zack, zack, zack. Autsch, das hat wehgetan, mein guter Freund. Na, jetzt macht er sich wieder, schützt er wieder sein Gesicht. Ja, ich glaube, wir könnten es sogar auf Anhieb schaffen, oder? Ah, okay, seine Schäden sind heftig. Sehr heftig. Gerade diese Feuersache. Ja, das macht uns ordentlich Schaden. Ansonsten haben wir ihn bis jetzt eigentlich gut verletzt. Aber da werden wir wieder erwischt.
Aber ich glaube, das ist die richtige Ausrüstung, die wir hier nutzen. Jetzt will als beliebige Taste wieder, dass ich die Tastatur drücke. Keine Ahnung, warum. Wir versuchen es einfach nochmal. So, eigentlich fand ich die Zusammenstellung gerade echt nicht schlecht. Wir hatten ihn ja echt schon fast besiegt. Ja, rede nicht so viel. Wo ist überhaupt unsere Seele? Und wieso haben wir gerade nicht getroffen? Na, jetzt kommen wir mit der Attacke. Yeah, stirb! Mist, Mist, Mist. Naja, ein paar Gallenflaschen ins Gesicht. Und weg ist er. Wahrscheinlich können wir unsere Seele jetzt erst in diesem Kampf wiederholen. Wenn überhaupt. Vielleicht gehört das ja hier mit zu, dass man, wenn man versagt, wirklich Geld investieren muss. Nein, da oben stehen wir. Hey. Das ist ja gerade auch lächerlich, ne? Dass wir da jetzt nicht drankommen. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder das blöde Schwert verletzen. Schmecke das! Maske geschlossen, bevor wir hier überhaupt zum Angriff übergehen konnten. Sterben Sie wohl! Mann, das Feuer, ne? Das ist fies. Lassen Sie Ihre Maske geöffnet. Ah. Nein, nicht die Scheiße! Diesmal sind wir nicht vom Feuer verletzt worden. Jetzt müssen wir wieder hoch zu ihm. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Weg mit dem Feuer! Ah, zum Ende hin, ne? Zum Ende hin. Ja, beliebige Taste zählt wieder nur an der Tastatur. Warum auch immer. Ja, jetzt erkennt er meinen Controller als PlayStation 4 Controller. Irgendwie reagiert Steam mit einem Controller komisch. Gut, wir versuchen es nochmal. Ich bin der goldene Lappen, ich bin der lächerliche Inquisitor mit meinem blöden Gesicht hinter einem dämlichen Mask-Shit, wollte ich schon sagen. Na, da sind wir einfach zu langsam. Ah. Ah, schade. Schmecke das! Schmecke das! Nein! Ach, jetzt kommt er wieder damit.
ja. Nein, nun sehe ich dein wahres Antlitz. Wir werden dir jetzt den Arsch versohlen. Das schaffen wir jetzt. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Hey, ich wollte gerade einen Zauber machen. Den hier. No. Ja, du mit deinem Blitzen, ne? Das haben wir gerne. Aua. Aua. Können wir auch. Schade, das war jetzt ein bisschen verschenkt. Ah ja, das Feuer. Das nervt immer. Weg, Auge! Weg, weg, weg! Du störst nur. Nein, nicht das Feuer, nicht das Feuer. Komm. Wir haben keine Flaschen mehr. Ja, war klar, so kurz vor Schluss muss er noch seine Maske schließen. Ich überlege, ob wir vielleicht doch das Schild ausrüsten als Zauber. Wobei, es macht schon ordentlich Schaden, wenn wir ihn mit dieser Lichtsäule treffen. Und wir haben ihn ja fast, das ist ja immer erst zum Ende hin. Versuchen es einfach nochmal. Ich bin der Lappen aller Lappen. In meiner wahren Gestalt bin ich ein Nichts und kann gar nichts. Und das kriegst du jetzt auch zu schmecken. Ja. Escribar, sterben Sie. Das ging flott, was? Jetzt haben wir sogar noch alle Flaschen. Jetzt muss ich gut überlegen, wann ich meine Seele wiederhole, denn das heilt uns ja auch ein bisschen und gibt uns Inbrunst. Dafür müssen wir eh erst hochklettern. Erstmal müssen wir das Schwert kaputt machen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen. Wieso können wir jetzt nicht zaubern? Warum können wir gerade nicht zaubern? Ich verstehe die Logik nicht, die hier hinter steht. Jetzt aber. Thank you.
Jawoll! Da guckst du dumm, da fällt dir ein Auge aus dem Kopf und zerfällst zu Staub. Summa Blasphemia. Summa Blasphemia. Na, haben wir noch einen Kampf? Was erwartet uns jetzt hier? Ihr habt eure Heiligkeit von seiner Qual erlöst. Nun wandelt er auf den Pfaden der alten Prozessionen auf der anderen Seite des Traums. Die Wiege des schmerzvollen Mirakels, die letzte Reliquie, der Gral aus Blut und Gold, der der Stirn des Vaters entfloss, als er stumm im Moment seiner gesegneten Verzerrung klagte. Diese erste Reliquie ist hier, am Gipfel des Berges aus Asche, neben dem abgewandten Thron, wo seine Heiligkeit von unserem mirakulösen Schmerz geküsst wurde. Und nun wartet die letzte Vereinigung mit dem Mirakel auf euch. Nur ihr könnt wissen, wie viel davon in eurer Schuld beladen, in euer schuldbeladenes Herz gesickert ist. Eure Vereinigung mit dem ersten Mirakel wartet auf euch. Ja, was ist das hier für ein blöder Weg? Da muss man ja auch hochhüpfen. Ja, jetzt geht's schneller. Der Berg aus Asche, der Sünde und Sünder gleichermaßen verschlang, hatte auch mit euch kein Erbarmen. Ihr seid der Gnade des Mirakels ausgeliefert, und so wird es sein, immer da. Ihr seid nicht mehr, außer ein weiteres anonymes Gesicht, ohne Stimme, ohne Gestik. Eure Buße ist getan. Ja, wie? Der Pfad des Unwürdigen, den haben wir gerade abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir hier noch den Abspann. Den drücke ich aber, glaube ich, mal weg. Denn wir werden ja noch das andere Ende in Angriff nehmen. Dafür muss ich allerdings noch die letzten beiden Bekennerschreine finden. Oh, was haben wir hier? Konnten wir nochmal unser Schwert sehen. Mea culpa. Neuer Aspekt im Hauptmenü verfügbar. Aspekt freigeschaltet. Wahre Apostasie. Was immer das sein soll. Entschuldigung, meine Unwissenheit. So, wechseln wir auch mal. Sieht ganz cool aus. Mit dem roten Schwert. Nehmen wir an. So. Ja, ähnlich wie bei den anderen Spielen natürlich der, Speicherpunkt vorher, der ist noch gegeben. Jetzt muss ich nur mal genau schauen, welche Bekennerschreine uns fehlen. Ich glaube, den in der Mauer der Heiligen Untersagungen hatte ich noch nicht. Bibliothek der verneinten Worte gibt es einen. In Träume des Erbarmens. Ich glaube, das geht immer nach diesen Hauptgebieten. Also hier, Mauer der Heiligen Untersagungen. Hier unteres Bekenntnis. Hier Randbezirke. Nein, wir haben zwei in den Randbezirken, oder? Die bronzene Grenze und Bruderschaft der stummen Trauer.
Leute, ich werde mal kurz einen Schnitt machen. Ich muss nämlich jetzt erstmal schauen, welche Schreine habe ich schon gereinigt. Dann verkürze ich das nicht, dass ich hier irgendeinen noch doppelt mache. Und schaue mir mal an, welche fehlen. Ich glaube, es sind zwei, die mir fehlen. Die Kämpfe, die Arena-Kämpfe, die seht ihr dann natürlich schon. Ich will jetzt, obwohl Mutter aller Mütter und Bibliothek der verneinten Worte, ist ja beides recht einfach zu erreichen. Wenn wir hier mit dem Aufzug ganz nach unten fahren, kommen wir hier beim Schrein runter, können dahin. Ich glaube, hier ist noch keine Verbindung. Leider, dann müssen wir hier diesen Weg so lang nehmen. Ach komm, wir gehen einfach mal. Dann brauche ich doch nicht zu schneiden. Ich habe im letzten Video schon genug geschnitten. So, ganz runter. Weiter runter, liebe Leute, mit den lustigen Gesichtern. Und weit, oder sollen wir? Nö, wir gehen weiter runter. Ich glaube, weiter runter geht's nicht. Nein. Ich werde nur noch mal bei den Reliquien gucken. Ja, wir haben das goldene Laken, das Laken aus goldenen Garn ausgerüstet. Das ist immer wichtig, dass wir hier nicht zu Tode stürzen. Kommen wir von dem Schrein? Doch, von dem Schrein müssten wir eigentlich weiterkommen, ne? Ich könnte auch mal einen anderen Zauber ausrüsten, nämlich den, dass wir uns heilen können mit Angriffen. Ich glaube, das wäre gerade ganz praktisch. Oh, ist noch gar nicht aufgeladen. Fehlt es gerade aber so ein bisschen, dass ich nicht sehe, wie viel Lebensenergie die Gegner haben. Oh, ich weiß nicht, ob es da unten Stacheln gab. Das ist gerade ein Problem. Gab es nicht. Und hier haben wir das Betpult, das wir uns aufladen können. Sehr schön. Hey, hey, hey. Lassen Sie Ihre Finger bei sich. Ich glaube, hier, das hatten wir aber schon, ne? Ja, genau, da habe ich nämlich noch gesagt, dass wir sind in der Mutter aller Mütter, das wird schwer. Bibliothek der verneinten Worte, das könnten wir tatsächlich nicht haben. Dann wäre es ja doch sinnvoll gewesen, da zum Schrein der Reise zu gehen. So muss ich mich jetzt hier dann doch wieder durchkämpfen. Ist aber auch nicht verkehrt. Unsere Inbrunstleiste noch ein wenig auffüllen. Müssen wir hier rechts? Ja, hier müssen wir rechts. Toll! Habe ich ja großartig gemacht. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. So, da aber, ich sehe gerade, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ich glaube, ich werde hier doch mal schneiden. Dann schaffe ich vielleicht noch das zweite Ende in einem Video oder zumindest noch die Arena-Kämpfe.
Ja, dann machen wir es so. Ich glaube, das ist einfacher. Denn hier gibt es ja jetzt nichts Neues. Sollte ich über was Neues stolpern, dann nehme ich das natürlich mit in das Video rein. Aber so würde ich jetzt erstmal sagen, würde ich schneiden, bis wir bei dem Bekennerschrein sind und dann, da wieder mit der Aufnahme beginnen, damit ihr die Kämpfe noch seht. Ja, die Bekennerstatue in den Träumen des Erbarmens fehlte mir noch. So, und damit wir das auch nutzen können, muss ich ja wieder die schwarze Perle ausrüsten. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die Verteidigung raus und nehme wieder das Gewicht der wahren Schuld. Und dann wollen wir hier uns dem Kampf stellen. In den Träumen des Erbarmens. Oh. Ich vergesse mal, dass ich den langen Block hier drin habe. Ich hole mir mal Leben zurück von euch. So. Hallo? Ah. Geht's? Ich glaube schon fast, dass das hier der erste sein sollte, wo man kämpft. Das sind ja wirklich die Gegner, die wir ganz am Anfang hatten, die wir hier bekämpfen. Na, war's das? War's das? War's das? Detestatio Sacrorum. Und hier erhalten wir nun eine schuppige Münze. Und aus unserem purpurroten Dornenstrauch, ich glaube, er war purpurrot, haben wir nun vom Blut umflochtene Watt. Vom Blut umflochtene Weinrebe. Ja, der letzte Bekennerschrein wäre nun dieser hier, in den Mauern der heiligen Untersagungen. Und von... Ah, da dürfen wir uns hier durch das blöde Labyrinth kämpfen, ne? Ja, Leute, das werde ich natürlich auch wieder schneiden. Weiß ich noch nicht, wie ich da gehen soll. Ich glaube, hier wäre allerdings der kürzeste Weg hoch. Oder können wir das abkürzen über... Ja, ich könnte hier wieder runter zur Kapelle der Reise. Von dort auf die Dächer der Kathedrale. Und dann von hier wieder zur Mauer der heiligen Untersagungen. Aber dann müssen wir uns halt wieder durch das Labyrinth kämpfen. Das erspare ich euch natürlich. Und ja... Ihr seht gleich dann noch den letzten Bekennerschrein und den dazugehörigen Kampf. Und damit befinden wir uns bei der Mauer der heiligen Untersagungen und können nun noch den letzten, den haben wir sogar schon zerstört, aber hier konnten wir noch nichts damit anfangen. Ja, ich weiß, da war ich gerade dabei, den Kelch zu füllen und sagte, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Ei. Ei, ei, ei. Da muss ich mal eben die versilberte Lunge von Dolphos ausrüsten, damit wir hier keine Probleme kriegen. Wenn wir hier so einen Nebel haben. Weg mit euch! Ich heile mich mal eben durch die nächsten Angriffe.
dürfte jetzt auch der letzte Kampf sein, also der letzte Arena-Kampf. Ach, ihr. Ah, mit denen zusammen ist das natürlich fies. Und tschüss. Ah, nein. Auf ihn kann ich gut verzichten. Das ist schon ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ja. Ihn hasse ich. Autsch. Niemand mag dich, mein Freund. Aha. Ich hoffe, das war der letzte. Detestatio Sacrorum. Wir haben sogar den Erfolg, dass wir alle Schreine gereinigt haben. Und sogar, dass wir, ich nehme an, alle Gebetsperlen erhalten haben. So, noch zwei weitere Erfolge und wir kriegen nun Custodia der Sünde. So, und damit müssen wir jetzt nochmal gegen den Endgegner antreten. Jetzt will ich nur noch mal schauen, was wir gerade noch für eine Rosenkranzperle erhalten haben. Muschel der umgekehrten Spirale. Muschel mit absurden Windungen gefunden am Strand. Ihre Form fing die Echos klagender Lieder ein, die mit der Intensität des Leidens des Trägers immer lauter werden. Gewährt gewissen Schutz gegen elementare Schäden. Und wir haben uns, ja, die Sage dazu, diese Muschel war ihr sehr kostbar. Sie erzählte, dass sie eine umgekehrte Spirale besaß und man deswegen die sich entfernende Brandung des Meeres hören könne, wenn man sie nah ans Ohr hielt. Ihre Eltern glaubten, der Geist ihrer Tochter habe sich verwirrt und fürchteten, es sei Hexerei im Spiel und die Muschel sei verflucht. So nahmen sie ihr die Muschel fort und warfen sie über das Kliff ins Meer. Das Mädchen fand die Muschel niemals wieder. Und auch die schuppige Münze haben wir uns noch nicht durchgelesen. Verstörende goldene Scheibe überzogen mit der abgeworfenen Haut eines Reptils. Die in einem Flachrelief dargestellte Klaue wurde als Symbol der Gier gedeutet und erhöht die Zahl der Zusatztränen, die mit jedem Angriff geerntet werden. Sieh dir diese Seite an, diese Zeichnungen. Ein Pferd, das die heilige Schriften liest, als Bischöfe verkleidete Affen und ein Reptil, das verehrt wird wie ein Gott. Hörst du dieses Murmeln? Das sind die Brüder, die uns vor den Gefahren dieser Seiten warnen. Wir müssen das Buch dort lassen, wo es ist. Ja, wir brauchen also das Gewicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Gewicht der wahren Schuld ob wir das im letzten Kampf ausgerüstet haben müssen. Weil das wäre ja schon. Ich habe da irgendwie Schutz rausgenommen, glaube ich, ne? Ich glaube, die hier. Erhöht die Verteidigung jedes Trägers. Ja, ich muss mal gucken, auf was ich dann verzichten kann. Die Kraft von Gebeten. Gegen magische Angriffe gewährt dem Träger hohen Schutz, okay. Ja, ich glaube, das nehme ich raus. Irgendwie funktioniert das ja doch nicht. Und nehme das Gewicht der wahren Schuld rein. Es kann nämlich durchaus sein, dass wir
vielleicht doch nicht das richtige Ende freischalten. Wenn wir die Perle im Kampf nicht ausgerüstet haben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Risiko will ich aber nicht eingehen. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, inwiefern sich jetzt der letzte Kampf ändert, ob er wirklich schwerer wird oder ob es sich jetzt hierbei nur um ein anderes Ende handelt. Kann sein, dass wir jetzt denselben Kampf nochmal haben. Wobei meistens ist es ja doch bei solchen Spielen so, dass wenn man ein zweites Ende freischalten kann, der Kampf auch schwieriger ist. So, ich werde jetzt nicht schneiden. Denn der Weg ist ja nicht weit von hier. Er zieht sich halt nur ein wenig. Deswegen rutsche ich, damit es etwas schneller geht. Au! Willst du uns ärgern und in die Stacheln werfen? Das sieht der ähnlich. So. Genau. Hier müssen wir jetzt wieder hoch. Hinterhältigen Gesellen hier. So hoch. Mist. So, weg mit dir. Unhold. Unhold der Flammen. Ja, und hier können wir dann schon wieder rechts zum Aufzug. Uah. Fast. Ja. Nochmal den Weg hier lang gehen dürfen. Achtung, Aufzug, bitte kommen Sie. So, und ich bin gespannt, ob wir wirklich einen anderen Kampf haben. Ich muss nur dran denken, gleich wieder den Kampf, das Gebet, also den Kampfzauber wollte ich sagen, aber es sind ja Gebete, das Gebet zu ändern, denn im Moment habe ich hier die Heilung ja noch drin. Gebet, genau. Der Blatt des Lichts fand ich eigentlich ganz gut, weil wir ja hochklettern müssen, um in das Gesicht zu kommen und so können wir das eigentlich ganz gut, ja, umgehen. Mit dieser Attacke kriegt man ihn doch gut erwischt. Wir speichern nochmal an einem Betpult und wir machen jetzt das Ende. Und das dürfen jetzt tatsächlich auch 100% sein. Außer ich habe noch irgendwas vergessen. Und dann bin ich gespannt, wie jetzt das andere Ende aussieht. Mal schauen, ob er was anderes sagt. Ich werde es mal nicht wegdrücken. In my dreams I heard your footsteps coming closer. In my dreams I tried to talk to das ist dasselbe. Of the miracle and of the miracle banner with Graham the hands of blood. Ja, ja, das kennen wir. Apart from your calloused and no, I know. Mal gucken, ob er jetzt was anderes sagt. Now may your soul I bless you. Ja, mach du nur. Ja, ja, Feuer, Feuer, das kennen wir schon.
Ah, schade. Schade, schade, schade. Und auf Wiedersehen. So, es kann natürlich sein, dass jetzt tatsächlich hier ein anderer ist. Ich hoffe, es wird uns wieder so gut gelingen. Ich hoffe, ich habe nicht noch mehr gewechselt, was ich jetzt vergessen habe. Autsch! Nehmen Sie Ihre Blitze weg! Ich achte gar nicht darauf, wo die Blitze kommen. Das sollte ich vielleicht mal wieder machen. Nutzen. Kriegst noch mal das hier ab. Ah, stand ich schon wieder in einem Blitz. Na, solange er sein Feuer nicht macht. Versteck dich nicht hinter der Maske, mein Freund. Wir hauen drauf, bis es nicht mehr geht. Oh, oh. Ich hau mir lieber noch ein paar Flaschen rein. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinem Feuer. So, jetzt dürfen wir ihn haben. Zack. Wenn man einmal weiß, wie man ihn besiegt, ist es eigentlich gar nicht schwer. So, und eigentlich müssten wir jetzt ein anderes Ende haben. Ich kann mich nicht bewegen. Ach so, natürlich. Summa Blasphemia. Ich bin gespannt. Ihr habt eure Heiligkeit von seiner Qual erlöst. Nun wandelt er auf dem Faden der alten Prozession auf der anderen Seite des Traums. Ja, das ist auch dasselbe. Genau. Nun werden wir wissen. Und eigentlich müsste jetzt ein anderes Ende kommen. Der Aufstieg. Oh. Gucken wir mal. Thank you.
Und so kam der Augenblick der letzten Vereinigung mit dem aus Schuld geborenen Schwert. Ein letztes Opfer, um die Buße zu beenden und mit dem gottlosen Willen des schmerzlosen Mirakels zu brechen. Doch die Pläne des Mirakels sind unvorhersehbar. Buße endet niemals, aber verändert, verletzt und verdammt willkürlich. Auf der anderen Seite des Traums gibt es keinen Platz für den Büßer. Sein Platz ist hier, unter uns. Er ist der neue Vater und der letzte Sohn des Mirakels. Empfänger eurer Gebete. Forever alle Ewigkeit. Zeuge des Mirakels und der Pfad des Gläubigen. Ich glaube einmal, dass wir das andere Ende haben und das andere, dass wir das Spiel zu 100% vollendet haben. Ja, ob das zweite Ende jetzt wirklich gut ist, ob das gut ist, dass wir jetzt nun der letzte Sohn des Mirakels sind, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, so viel auf jeden Fall zu Blasphemous. Und ich lasse jetzt einfach mal den Abspann laufen. Wir hören uns gleich wieder.
Ja, ich glaube, jetzt werden nochmal die ganzen Kickstarter-Leute aufgeführt, die das Spiel mit unterstützt haben. Finde ich eigentlich eine nette Sache. Aber, ja, Video zieht sich dadurch jetzt natürlich in die Länge, wenn man sieht, wie viele da schon bei A sind. Auf der anderen Seite, naja, ohne die Leute hätte es das Spiel so nicht gegeben. Deswegen hätte ich schon ein schlechtes Gewissen, das jetzt wegzudrücken. Aber wenn das so viele bei A schon sind, werde ich es dann doch tun. Ja, machen wir. Ich will schauen, was da jetzt noch am Ende kommt, sonst dauert das hier ja noch ewig. Wupp. Das letzte Bild wird wahrscheinlich auch ein anderes sein jetzt. Und so soll euer Name unter dem Himmel getilgt werden. Was? So, und wir haben noch einen weiteren Aspekt freigeschaltet. Sohn des Mirakels. Ja, und so viel zu Blasphemous. Das letzte Video, dann mal wieder etwas länger. Aber irgendwie gefällt mir das besser. Ja, im Hauptmenü werden jetzt wahrscheinlich immer noch... Ne, hier stehen tatsächlich 100%. Trotzdem wird das dann der letzte Kampf dann noch sein. Der Speicherpunkt zuvor, der Endkampf zählt also nicht gegen die 100%-Grenze, sondern nur die fehlenden Gebetsperlen, Rosenkranzperlen, die uns da noch fehlten. Ja, mal wieder ein Video mit einer Länge von über einer Stunde, aber so ist das beim finalen Video gerne mal. Ja, so viel zu Blasphemous. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. War für ein Indie-Spiel ein sehr, sehr guter Metroidvania-Titel. Vom Umfang her auch doch ganz gut. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin ehrlich gesagt auch ein wenig begeistert. Ich habe nicht mit so einer hohen Qualität gerechnet. Ja, mal schauen, was ich als nächstes in Angriff nehmen werde. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr bei meinem nächsten Let's Play wieder mit dabei seid. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch alles Gute, bis dann, euer Rönne.